Hallo zusammen, mein Name ist Katharina Timochina, ich bin Konzertgeigerin und Pädagogin. Heute zeige ich euch eine Übung für Handgelenk, für die lockeren Finger. Die nenne ich Jellyfish, Quale, Meduse, ja, könnt sie nennen, wie ihr wollt. Ich sage meinen Schülern immer Jellyfish. Es ist schnell und knackig und die wissen ganz genau, was ich meine. Also die Übung ist auch eine Vorbereitung für ein schönes Detaché, dann für die Entspannung der ganzen Hand und als Vorbereitung für den Strich, der ein bisschen schwieriger ist, Satie. Ich zeige euch diese Übung mit den leeren Seiten, die ich auch selber so gelernt habe und die ich auch immer wieder mache, damit die Hand so knochenlos wirkt, ja. Deswegen ist der Name auch Quale oder Jellyfish. Die haben keine Knochen und die schwimmen so ganz locker und das ist einfach faszinierend. So, ich hoffe, die Übung findet ihr nützlich und meine Schüler, bitte macht diese Übung je 10 Minuten am Tag oder 5 Minuten. Schaut weiter. Zwei Achtel am Frosch, zwei Achtel an der Spitze. Oh, ich muss so stehen, dass ihr mich seht. Handgelenk. Schaut bitte auch, dass der Ellbogen nicht tief wird. Das ist nicht korrekt. Wir wollen hier Raum haben. Gut, dann nehmen wir die Triole. Dasselbe an der Spitze. Sieht man mich? Gut, ich drehe mal so. Auch langsam. Ich zeige jetzt ziemlich schnell. Spürt, wie euer Handgelenk arbeitet. Und dann 4/16 langer Ton. Auch wieder vom Frosch. Schaut bitte, dass der Bogen wirklich parallel zum Steh geht und ganz gerade mit dem Kontakt. Dann dasselbe könnt ihr in der Mitte üben. Das ist im Prinzip die Vorbereitung für Satie. So mache ich den Jellyfish und meine Schüler wissen, wenn ich den Jellyfish sage, dann bedeutet es bitte die rechte Hand komplett entspannen.